Wir beginnen mit einem Gesang des Städtner Chors. Christian Peters, sowie dem Pastor Mirko Kühne und die Vertreter der Presse. Ich hoffe, dass ich äußerlich einen relativ ruhigen Eindruck vermitteln kann, wobei ich Ihnen ganz ehrlich sagen muss, das ist überhaupt nicht so. Ich bin total aufgeregt. Denn dies hier und heute ist ein sehr bewegender und emotionaler Anlass. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Das Geläut einer Glocke erweckt ein Gefühl von Nächstenliebe, Frieden und Gemeinsamkeit. So stand der Satz im Spendenaufruf zu Ostern letzten Jahres. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, folgen Sie diesem Aufruf auf beeindruckende Weise. In einer Spendenbereitschaft, die seines Zeichen tut. Und dafür danken wir hier und heute ganz recht herzlich. Vielen, vielen Dank. Mein Dank geht auch dem Ehepaar Jürgen und Ulrike von Hörsten. Für Ihre Unterstützung mit Rat, Tat und vor allem auch, wie einige wissen, mit hohen Aufwendungen. Bedanken möchten wir uns auch beim Dorfgemeinschaftsverein für die Bereitstellung eines Spendenkontos, was uns die Arbeit wesentlich erleichtert hat. Der Dank geht auch nach hinten an Rat und Verwaltung, die uns von Anfang an voll unterstützt und begleitet hat. Dankeschön. Aber nun kommen natürlich auch die vielen, vielen Helfer, und da geht ein ganz großer Dank auch hin, die uns hier unterstützt haben und bis gestern Nachmittag noch die letzten Pflastersteine gelegt haben, erst holen mussten und dann gelegt haben, mit Nachleistung noch kurz vor Toresschluss hier eingegriffen haben, damit wir dies auch so fertigstellen können, nur diesen wunderschönen Turm anschaut, dann wissen wir oder wissen alle, was wir geleistet haben. An alle einen recht herzlichen Dank. Im Herbst 2011 sind wir mit dem Thema zur Kommunalwahl gestartet. Gleich im Anschluss gründete sich eine Planungsgruppe, bestehend aus
Achim Rosenberg, Thomas Kohler, Hubert Kroker und meine Wenigkeit. Und am 9. März 2013 gehen wir hier zur Glockenweihe und zur Glockenturm einweihen. Ich denke, dem braucht man nichts mehr hinzuzufügen. Ich wünsche uns allen, dass die Glocken mehr zu erfreulichen Anlässen läutet als zu traurig. Vielen, vielen Dank Ihnen allen. Ich gebe nun das Mikrofon weiter an unseren Gemeindebürgermeister Dirk Oehlmann. Dankeschön. Ich habe von mir einen schönen Tag. Ich fange an mit dem Gedicht Die Glocke. Festgemauert in der Erde steht ein Zorn, das Leben gebannt. Heute soll die Glocke werden. Frischgesellen seid zur Hand, von der Stelle heiß. Rinnen muss der Schweiß, soll das Werk den Meister loben, denn der Segen kommt von oben. Ich möchte die gefühlten 134 weiteren Strophen angesichts des Wetters jetzt nicht weiter rezitieren, sondern komme zum Kern der Rede. Ja, schönen guten Tag, liebe Ständerinnen, liebe Ständer, liebe Ehrengäste, ich wiederhole Sie jetzt nicht alle. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie in so großer Zahl erschienen sind. Für die, die Ständen kennen, braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie die erste Strophe von Schillers Glocke hier in den letzten Wochen gelebt wurde. Die Glocke selbst wurde hier zwar nicht geschaffen, aber alles andere drumherum. Und das möchte ich ganz besonders betonen, auch die Finanzierung. Auch wenn man zu lesen war, dass die Gemeinde Finsen finanziell nicht so schlecht dasteht, aber trotzdem müssen wir das Geld zusammenhalten. Ich freue mich immer, wenn es viele Spender gibt, die Leute direkt unterstützen mögen. Als wir im letzten Jahr der Bau und auch der Zeitplan vorgelegt wurden, habe ich mir gedacht, das ist schon ein ehrgeiziges Ziel. Aber ich weiß, die Spender, die waren immer sehr realistisch und war es für mich auch keine große Frage. Ich habe gedacht, dieses ehrgeizige Ziel werden wir derzeit auch umsetzen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben es auch bei anderen Gelegenheiten bewiesen, wie beim Bau der Grünbahn zum Beispiel. Das hat alles immer wunderbar im Zeitplan alles gelegen. Dann war es für die Gemeinde auch keine Frage, als nachdem die Dorfversammlung hier in Ständen sich diesen Platz hier ausgesucht hat, zu sagen, ja, diesen Platz stellen wir euch gerne zur Verfügung. Das wird eine ganz runde Sache. Und dann die bemerkenswerten Aktion, Thomas Kuster hat eben schon erwähnt, wurde dann die Spendensammlung in Gang gebracht. Der Bau wurde geplant, er wurde fachmännisch umgesetzt und es wurde zur heutigen Feier eingeladen. Alles made in Ständen. Was stellt dieser Glockenturm nun eigentlich für Ständen und für seine Bewohner dar? Ist es nur etwas, was man haben wollte, weil andere auch sowas haben, weil man nicht hinterher gucken wollte? Das ist es mit Sicherheit nicht. Denn die Glocke, die spricht zu den Ständen. Und sie ist überall im Dorf zu hören. Und eint mit ihrem Klang auch das ganze Dorf für einen Moment, eben in dem die Leute. Sie sagt den Ständen dann zum Beispiel, wir können uns freuen, es ist ein Kind geboren. Sie sagt aber auch, lass uns einen Augenblick innehalten, ist jemand verstorben, wir wollen an ihn denken. Sie fordern die Menschen auf, miteinander über diese Ereignisse zu sprechen. Und deshalb ist sie auch ein wichtiger Bestandteil einer Dorfgemeinschaft. Sie sagt den Städten dann auch, es ist Samstag 18 Uhr, pack deinen Rasen wieder ein, mach Wochenende. Das wird dein Wohlgefallen, wenn du es rufst. Und dein Nachbarn wird es auch jetzt machen. Wenn die Glocke nächstes Mal läutet, Sonntagmorgen, dann macht die auch zur Kirche. Die Glocke ruft euch Ständern in Zukunft immer etwas zu. Macht die Ohren auf, spitzt die Ohren, hört ihr zu, dann ist es ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil eurer jetzt schon beispielhaften Dorfgemeinschaft. All denen, die zusammen mit Ortsbürgermeister Thomas Russ diese Aktion, sage ich mal, und dieses Aufvorhaben geplant haben, umgesetzt haben, die wir wirklich bei Wind und Wetter Hand angelegt haben, dem möchte ich meinen Dank im Namen von Rat und Verwaltung aussprechen, auch meinen Respekt für die geleistete Arbeit. All denen, die gespendet haben, sage ich auch meinen herzlichen Dank aus Sicht der Gemeindekasse. Und ich freue mich, dass solche Projekte immer möglich sind, gerade hier auch in Städten. Vielen Dank dafür, macht weiter so, kommen wir gerne hier. Dankeschön. Glocke in Ehr, Bronze rennen, Glocke ist fertig, bim, bim, bim. So einfach kann das nicht.
Und so war es auch in Steppen. Ich spreche mal in Hochdeutsch, ich denke, ich komme besser. Ja, nun ist es soweit. Lieber Thomas, herzlichen Dank für deine Einladung zu diesem wunderschönen Ereignis und sage Danke im Namen auch der Ortsratsmitglieder auch aus Goldhausen. Es war vor gut einem Jahr, wo sich das Dorf, kann man sagen, eingefunden hat, hier in der Schule, um zu beraten, soll es eine Glocke geben, soll es so passieren, wo soll der Standort sein, alles das hat so funktioniert. Ihr habt mich dazu eingeladen, um etwas vorzutragen von unserer Dorfglocke in Goldhausen. Dies habe ich so getan und habe noch beratende Worte gesprochen, wo sie dann auch hin soll. Dass sie hier an diesem Standort, so wie auch mit deutlicher Mehrheit in der Dorfgemeinschaft entschieden wurde, an diesem wunderschönen Ort die Glocke zu installieren. Mit vielen fleißigen Händen und Spendern ist dieser Wunsch des Ortes in Erfüllung gegangen. Ein ganz, ganz stolzer Moment für einen solch schönen Heilort. Auch die Heuhäuser sind sehr stolz, dass es in Städten so funktioniert hat. Es ist schnell gemacht, ein Getriebe aufzustellen, das laufen soll. Aber wenn es dann noch neuwertig sein soll und synchronisiert laufen soll, dann ist das etwas ganz, ganz Besonderes. So wie hier auch in Städten. Ich beglückwünsche alle Städtner und natürlich auch der Gemeinde, denn die hat natürlich auch große Auswirkungen, dass es so passiert ist. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr stolz, der Vorsitzende dieses Ortsrates zu sein. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, hier in Städten vor allen Dingen, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zu diesem wunderbaren Gemeinschaftswerk. Ich schließe mich gleich dem Wunsch des Bürgermeisters an, möge diese Glocke zu möglichst vielen guten Anlässen hier läuten. Aber sie ist vor allen Dingen, denke ich, ein Symbol für eine funktionierende Gemeinschaft. Und das ist das, was im Landkreis Celle an vielen Stellen diesen Landkreis, denke ich, lebens- und liebenswert macht, dass wir Ortschaften haben mit funktionierenden Gemeinschaften wie hier in Städten. Es ist nicht so, dass es überall in Ortschaften diese Glocken gibt. Es gibt die nur an einigen Stellen. Und deshalb wird es schon auch so sein, dass einige sie um diese Glocke beneiden. Aber ich finde, vor allen Dingen beneidenswert ist die Gemeinschaft, die sich hier so schnell zusammengefunden hat und ohne jeden Einsatz von öffentlichen Mitteln hier etwas geschaffen hat, was insofern auch beispielhaft ist. Deshalb einfach nur ganz herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Gemeinschaft und zu diesem Symbol. Danke an dieser Stelle, einer hervorragend funktionierenden Gemeinschaft. Und noch einmal, möge die Glocke vor allem zu freundlichen, zu freudigen Anlässen läuten. Herzlichen Dank. Herr Rust, Herr Ümann, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich möchte selbstverständlich gratulieren zu dieser Glocke und ganz besonders der Dorfgemeinschaft gratulieren zu dieser Glocke. Ich selber komme aus einem Ort, wo auch eine gepflegte Dorfgemeinschaft besteht, die aktiv voranschreitet, Initiative ergreift und etwas entwickelt für den Ort selber. Und wenn man zu einer Glockeneinweihung geladen wird, dann denkt man natürlich auch immer gern zurück. Ich möchte Ihnen kurz mal eine Bild davon geben, wie eine Glocke auch mich begleitet hat in meinem Leben. Ich selber bin aufgewachsen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, einige werden das wissen. Direkt daneben ist die Kirche. Und meine erste Erinnerung ist dahingehend, als kleines Kind, ich durfte das erste Mal Silvester aufbleiben. Und wenn nachts um 12, wir hatten Vollmond, Schnee liegt und dann die Glocke klingt, ist es ganz was Besonderes. Man nimmt Abschied vom vergangenen Jahr, man schaut ins neue Jahr. Aber gerade als kleines Kind ist das eine Erinnerung, wie Sie sehen, die bis heute haften geblieben ist. Und so ging es auch weiter in den Jahren. Als dann die Konfirmandenzeit kam und meine Großmutter immer noch hinwirkte, dass wenigstens einer sonntags von unserer Familie zur Kirche geht, traf es auch nicht. Die Übersiedelner Kerke, fängt irgendwann an, hieß es denn. Also, die Glocke läutete und ich wusste, was ich zu tun hatte. Das schönste Geläut war für mich, als ich mit meiner Frau zum Altar schritt. Auch das behindert. Aber es gab auch Jahre, gerade in der jüngsten Vergangenheit, wo man erinnert wurde an Freunde, an Bekannte, die verstorben waren. Man hielt inne, man hörte die Glocke und erinnerte sich nochmal an diese Person. Und neuerdings klingt unsere Glocke, wenn Geburten stattfinden. Auch das ist ganz was Besonderes. Und da freuen wir uns ganz besonders drüber, wenn sie viele Leute
Und das wünsche ich auch Ihnen. Möge Ihre Glocke oftmals läuten, zu vielen freudigen Ereignissen und Ihnen viel Freude spenden. Der Dorfgemeinschaft weiterhin alles Gute, weiterhin viele Aktivitäten und viel Freude für den Ort und für die Bürger. Herzlichen Dank. Liebe Ständerinnen und Ständer, wir in der Hauptstadt der Gemeinde sind neidisch. Weil Sie haben hier etwas ganz, ganz schnell hinbekommen. Das hätte in Winsen, glaube ich, ein bisschen länger gedauert. Aber, ich sage Ihnen eins, ich habe hier das kennengelernt, da können wir in Winsen uns in der Hauptstadt quasi ein bisschen was abgucken. Wir waren nämlich mal freitags abends hier, der Bürgermeister und ich. Und da haben wir ganz schnell kennengelernt, wie engstens die Dorfgemeinschaft hier zusammenhält. Wo man sich an einen Tisch setzt, wo man sich kurz und knackig unterhält, das hat der Ortsbürgermeister des Nachbarortes auch nochmal klargestellt. Und dann wird das hier umgesetzt und gemacht. Und das ist wirklich ein hervorragendes Beispiel dafür, dass so eine Dorfgemeinschaft funktioniert, dass man miteinander redet und dann auch was miteinander umsetzt. Ich bin mächtig stolz und normalerweise fährt man ja von Winsen aus immer auf dem direkten Weg nach Celle. Es lohnt sich aber, die Ecke hier rumzukommen und hier wirklich was mitzunehmen, Pool zu spielen und vielleicht die Glocke zu hören bei vielen schönen Gelegenheiten. Ich freue mich auf jeden Fall, dass das funktioniert hat. Und vielleicht könnt ihr ja noch mit der Glocke in Wolthausen zusammen einen Kanon zusammen komponieren, damit die Ortschaften hier Wittbeck, Wolthausen und Stetten auch zusammen weiter so wunderbar harmonieren. Also alles, alles Gute. Vielleicht können wir mit der Glocke auch noch den Regen ausklingeln, dann wäre es wirklich wunderbar. Ansonsten uns heute wirklich eine schöne Feier. Schönen Dank. Liebe Ständer, liebe Ständerinnen, es hat mir sehr viel Freude gemacht, diese Einladung zu kriegen, heute hier zu sein, und zwar aus einem Grund, um zu sehen, was positives Denken alles bewirken kann. Als ich hierher kam und habe die vielen Tische und Bänke gesehen, obwohl wir nun seit 4 Tagen wissen, dass es an diesem Wochenende sehr schlechtes Wetter gibt, haben Sie es sich doch nicht nehmen lassen, alles vorzubereiten, falls sich dann da doch mal einer geirrt hätte, dass wir uns dann auch hinsetzen hätten können. Und wenn die Glocke gleich läutet, ich habe so das Gefühl, dieses positive Denken hat schon was bewirkt. Also rein gefühlsmäßig ist es schon deutlich weniger geworden mit dem Regen. Und wir können mal gucken, ob wir dann doch nicht noch die Bänke auspacken müssen und uns hinsetzen können. Nein, im Ernst. Man kann auf verschiedene Arten und Weisen an Themen rangehen, an Ideen rangehen. Das sind die einen, die dann bei jeder Idee etwas Negatives finden, Bedenken finden, warum etwas nicht passieren könnte oder was da dagegen spricht und warum man es nicht anpacken kann. Dass diese Glocke hier ist ein beredtes Beispiel, was man erreichen kann, wenn man den anderen Weg wählt, indem man sich anguckt und sagt, was könnten wir erreichen? Wie könnten wir es erreichen? Was müssen wir tun, damit wir es erreichen? Und darum freue ich mich sehr, dass wir diese Glocke heute weihen können. Und ich finde es auch sehr wichtig, die Anlässe, zu denen sie läuten soll, sind schon gesagt worden. Und nicht alle Menschen, die in Städten wohnen, können zu allen Veranstaltungen hingehen. Nicht zu jeder Beerdigung, nicht zu jedem Gottesdienst, nicht zu jeder Taufe. Aber zumindest, wenn sie die Glocke hören, können sie ein wenig im Gedanken bei den freudigen oder weniger freudigen Ereignissen dabei sein. Und das freut mich sehr. Ich wünsche uns allen noch eine sehr schöne Feier mit gefühlt keinem Regen. So, macht ihr richtig bemerkt, alle durch. Wir lauschen jetzt nochmal den Gesang der Städtner Chors und danach geht es dann auch los mit der Glockenweihe. Hallo Städten, hallo Städten, schläfst du noch, schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocke, hörst du nicht die Glocke? Ding-dang-dong, ding-dang-dong. Hallo Städten, hallo Städten, schläfst du noch, schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocke, hörst du nicht die Glocke? Schläfst du noch, schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocke, hörst du nicht die Glocke? Schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocke? Hörst du nicht die Glocke? Schläfst du noch? Schläfst du noch? Um sie willen, diese Tag.
begrüße ich Sie alle ganz, ganz herzlich zu diesem fröhlichen Tag. Und ich freue mich einfach, dass ich hier heute sein darf und grüße Sie ganz herzlich von meinem Kollegen Pastor Matthias Riemann, dem es eine Herzensangelegenheit gewesen wäre, hier heute an dieser Stelle zu reden, zu sprechen. Er ist aber mit Konfirmanden in Hamburg und so habe ich eben die gute und freudige Aufgabe übernommen, hier zu sein und kann nur sagen, wie ich mich für ihn und mit ihm freue, dass er hier tätig ist, bei ihnen, mitten hier unter ihnen dienen kann, in einem gemeinschaftsbetonten Dorf wie Städte, wo die Gemeinschaft so groß geschrieben wird. Freue ich mich einfach ganz, ganz doll für Matthias Riemann. Sie merken, ich bin immer noch so ein bisschen außer Atem, bin gerade bis zum Auto gelaufen, weil ich dachte, dieser Anlass, der soll auch würdig gefeiert werden. Und da wir nun als Kirche mit eingeladen sind, diese Glocke mit einzuweihen, dann soll das auch richtig geschehen. Und deswegen habe ich auch eben den Talar angezogen. Wie ist es besser, mit oder ohne? Mit? Gut. Soll Ihnen das gehalten werden? Das kriege ich schon. Dann lasst uns vorneweg ein Gebet sprechen. Guter Gott, mit großer Freude loben und preisen wir dich an diesem Tag. Und wir danken dir, dass wir diese neue Glocke hier in Städten erhalten haben. Wir danken dir für all den Einsatz, für die Freude am Bau des Turms, für die Sammlung dieses großen Werkes. Und wir nehmen sie auch an als Zeichen deiner Freundlichkeit, ja, weil dadurch auch deine Stimme uns auf vielerlei Weise erreichen will. Wir bitten dich, beschütze alle, die in diesem Dorf leben, wohnen, arbeiten, und gib, dass das Geläut dieser Glocke dir zu Ehre und uns allen zum Segen erklingen kann, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte gerne ein Wort der Bibel über die Widmung dieser Glocke stellen. Das Wort lautet: Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich, wie die Welt euch gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Dass wir uns immer wieder in diesem Frieden, der uns versprochen ist, beim Klang dieser Glocke daran erinnern mögen, dieser Friede Gottes gilt nicht nur gestern, heute, sondern auch in Zukunft. Das heißt, in guten wie in schlechten Tagen, den Frieden lasse ich euch. Ich lebe und ihr alle, ihr sollt auch leben. So haben wir das Wort Gottes aus der Bibel gehört und so sei nun diese Glocke dem Dienst Gottes geweiht. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich glaube, wir dürften jetzt ein erstes Geläut hören. Ja? Dann freue ich mich sehr. Thank you.
Tja, schade, dass es heute regnet, aber andererseits vielleicht katholisch gesprochen, Weihwasser von oben. Ich wünsche Ihnen und uns allen noch ein ganz, ganz, ganz schönes Fest. Ausbitten und dass wir uns dort noch zu netten Gesprächen gleich zusammensetzen und uns unterhalten. Recht herzlichen Dank nochmal für alle und ja, bis gleich. Dankeschön.